8. Februar 2010 fand im Adwena Hotel Hohenzollern in Osnabrück eine Veranstaltung zum Thema Organspende und Transplantation statt. Zahlreiche Interessierte besuchten die Leuchtturmveranstaltung des Aktionsbündnisses Organspende hilft Leben retten, bei der die NDR1-Moderatorin Gabriele Hausmann durch das Programm führte. Ich bin ganz glücklich und möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Saal überquillt, sodass wir draußen auch noch 20 bis 30 Stühle aufstellen müssen. Aber es zeigt, wie groß Ihr Interesse ist. Und ich bin Ihnen schon jetzt vor Beginn dieser ganzen Veranstaltung dankbar dafür, meine Damen und meine wenigen Herren, dass Sie da sind. Das finde ich großartig. Organspende. Viele Menschen in Deutschland benötigen diese dringend. Aber nur wenige setzen sich mit dem schwierigen Thema auseinander. Einen jeden kann es treffen. Ein jeder kann helfen. Die Bereitschaft der Deutschen zu spenden bestehe schon. So Otto Deppmeier, Vorstandsvorsitzender der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Niedersachsen-Bremen. Und dies sei auch nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass Menschen die technischen Voraussetzungen nicht geschafft haben, das heißt ihren Spenderausweis ausgefüllt haben. Und darum ist es so wichtig, dass diese Aktion dazu führt, dass mehr Menschen diesen Ausweis ausfüllen, um ihre Bereitschaft zu erklären und im Notfall bereit zu sein. Dass ein solcher Spenderausweis nicht zwangsläufig dazu führt, dass nach dem Tod die Organe gespendet werden, ist den wenigsten bekannt. Und dieser Ausweis ist ja auch nicht nur dazu da, dass man dokumentiert, ja, ich möchte spenden, sondern man kann damit auch niederlegen, nein, ich möchte in gar keinem Fall, dass meine Organe nach meinem Tod entnommen werden. Auch mit einem Nein übernimmt man Verantwortung und erleichtert es den Angehörigen, im Falle des Todes eine Entscheidung bezüglich einer Spende zu treffen. Den Tod erleben wir meist nur bei anderen. Oder im Fernsehen. Aber dann kann ein Moment kommen wie bei uns, dass von einer Sekunde auf die andere uns mitgeteilt wird, dass unser 21-jähriger Sohn tödlich verunglückt ist. Und man hatte uns gesagt, ja, der Hirntod ist womöglich eingetreten. Das hieß also, er ist tot und doch lebt er. Das können Sie mit dem Verstand überhaupt gar nicht fassen. Doch kann mein Tod zweifelsfrei bestimmt werden? Der Hirntod ist eindeutig feststellbar und für dessen Feststellung gelten strenge gesetzliche Vorschriften. Was ist, wenn eine Zeit vergeht und ich aus dem Koma wieder aufwachen könnte und in der Zwischenzeit sind meine Organe entnommen? Nein, man muss ausschließen, dass das eintreten kann. Der Funktionsausfall des Gehirns muss wirklich auch für immer sein. Die moderne Technik macht es möglich, die Zeit bis zur Transplantation zu überbrücken. Doch einen Ersatz für richtige Organe bildet sie noch nicht. Bis es mal so weit ist, dass man künstliche Organe züchten kann und dadurch die Organspende gewissermaßen und die Organtransplantation nicht mehr erforderlich sind, wird noch ein ganz, ganz langer Weg sein. Und wie gesagt, es gibt faszinierende Fortschritte, aber die sind von der Umsetzung in die klinische Realität noch sehr weit entfernt. Bis vor wenigen Jahren galt eine Altersgrenze für Organspender. Diese existiert heute bis auf den Bereich der Herztransplantation nicht mehr. Also Altersbeschränkung kennen wir nicht. Heutzutage kann man sehr erfolgreich Organe auch von älteren Spendern transplantieren. Allein Menschen mit AIDS oder bösartigen Tumoren dürfen nicht spenden. So reihten sich jedoch nicht nur Ärzte und Doktoren in die Gesprächsrunde ein. Auch Mitglieder der niedersächsischen Landfrauen nahmen aktiv teil. Diese zählen neben der Deutschen Stiftung Organtransplantation, der LKK Niedersachsen-Bremen, dem Runden Tisch Organspende sowie Selbsthilfeverbänden zum Aktionsbündnis Organspende hilft Leben retten. Wir wollen auch die Menschen ermutigen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wenn es denn nämlich zu diesem Problem kommt, dass ein naher Angehöriger verstirbt und man vor dieser Entscheidung gestellt wird und nie darüber vorher gesprochen hat, dann ist eine Entscheidung fast unmöglich. Schirmherrin dieses Netzwerkes ist die niedersächsische Ministerin für Gesundheit und Soziales, Mechthild Ross-Luttmann. Da ein jeder in die Situation geraten kann, auf eine Spende angewiesen zu sein, sollte dieses Thema nicht ferngehalten werden. Deshalb, finde ich, sollte gerade auch die Auseinandersetzung mit der Frage, ob man einem anderen Menschen nach dem eigenen Tod mit einer Organspende helfen will, aktiv geführt werden. So gilt auch die Motivation der Landfrauen dem Zweck, eine Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb von Familie oder Arbeit zu schaffen. Ein Spenderausweis ist sicher gut und richtig, nur die Entscheidung,
denke ich, die kann eigentlich nur wachsen, indem man sich darüber unterhält, indem man Hintergrundwissen bekommt. Und das war unser Ziel, dass wir das in die Fläche und in die Familien hineintragen. Im Anschluss an der Gesprächsrunde bot sich den rund 150 Besuchern die Möglichkeit, Fragen an die Expertenrunde zu richten. Das bundesweite Missverhältnis zwischen Spendern und Empfängern liege, so waren sich die Fachleute einig, auch an einem Informationsdefizit rund um das Thema Organspende. Diesem schien man heute zumindest entgegengewirkt zu haben. Alle Beteiligten machten eines deutlich: Man sollte sich schon zu Lebzeiten mit der Frage beschäftigen und seine Entscheidung mit Hilfe eines Organspendeausweises dokumentieren.